Das würde mich sehr freuen. Gib mir noch einen Augenblick. Ich muss den anderen Bescheid sagen. Dann können wir los. Gut, aber beeil dich, mein Junge. Mir juckt's in den Füßen. Da soll Waschen helfen, habe ich gehört. Otto, Kupka ist in Drachenfang. Ich breche gleich dorthin auf. Willst du da etwa alleine rein? Keine Sorge. Ich habe nicht vor, den Mutterkristall zu zerstören. Erstmal will ich nur Kupkas Kopf. Ich werde vorsichtig sein. Versprochen. Das Land um Drachenfang gehört alles zu Kupkas Lehnsgut. Wenn du Schwierigkeiten bekommst, frag nach einer Rujena Dalimil. Man nennt sie auch die Wüstenhäsin. Wer ist das? Eine alte Verbündete von Sid. Von ihm persönlich. Ich weiß nur den Namen. Und dass sie sich in Dalimil an der Schenke trafen. Seit seinem Tod haben wir nichts von ihr gehört. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der neue Sid ihr Interesse weckt. Danke. Ich werde es mir merken. Und, was ist mit deinem Onkel? Also, er kann gern bleiben, aber... Schau nicht so besorgt. Er kommt mit mir. Das wollte ich hören. Gav, Otto, kümmert euch um alles Weitere. Verlass dich auf uns. Kann ich jetzt bitte los? Nein, jetzt muss ich noch mit jemandem quatschen. Willst du mich verarschen? Wo sind der jetzt? Ach da, Gott sei Dank. Alter, es ist zu viel Gerede. Ich weiß doch, was ich jetzt machen muss. Ich muss dahin, ich muss Kupka auseinandernehmen und dann muss ich wieder zurück. Fertig. Wieso muss ich jetzt mit 20 Leuten reden? Lasst mich doch mal machen jetzt. Leute, was ist denn mit euch? Gut, Onkel. Es kann losgehen. Bereit? Jawohl! Komm! Auf geht's ins Abenteuer! Na endlich. Ich war ein junger Mann, als ich zuletzt hier gewesen bin. Da hinten liegt ein Handelsposten, nicht weit von hier. Direkt am Weg nach Drachenfang. Dann lass uns dort beginnen. Pferden im Sand. Wie kann ich denn jetzt den Hund richtig benutzen, dass der sich auch verwandelt? Als Frostwolf. Oder macht er das nur, wenn... Jill dabei ist. So, wo soll ich denn dahin? Das ist ganz schön grande hier, ne? Wieder eine komplett neue Karte. Oh ja, wir stapfen mal drauf los. Was soll schon passieren? Unser Ziel liegt hinter den Ruinen der Gefallenen dort drüben. Behalte sie im Blick. Im Wüstensand kann man schnell die Orientierung verlieren. Bleib liegen! Was ist Opa? Die gibt sogar Schokobos. Aber keine speziellen. Junge! Noch ein paar Fähigkeitspunkte sammeln. Vor vielen Jahren, als du noch klein warst, sind wir hier schon einmal zusammen entlang geritten.
Da haben wir deinen Vater auf einer Erkundungstour nach Drachenfang begleitet. Ich durfte mitkommen. Natürlich erinnerst du dich nicht. Es war kurz vor Joshuas Geburt. Du wolltest unbedingt bei der Geburt dabei sein und hast deinem Chocobo auf dem Rückweg so sehr die Sporen gegeben, dass er dich abgeworfen hat. Ich werde nie vergessen, wie du im Sand gesessen und Elvin die Ohren vollgeplackt hast. Ich fall noch nicht hin, ne? Nur 18. Die Schlohnsikronik, Gil. Da sind auch noch welche. Brauche ich schon so ein Special-Schokobo. Also mir wäre es hier zum Kämpfen zu warm, bin ich ganz ehrlich. Karawane. Freund oder Feind? Freund. Freundlicher Feind. Da ist noch ein Item. Da hinten sieht aus wie eine Oase. Oder eine Fata Morgana. Ne, ich glaube, das täuscht. Da sind. Da müssen wir hin, glaube ich, oder? Wobei, nee, da ist eine andere Stadt. Da müssen wir danach wahrscheinlich hin. Ich habe auch jedes Mal immer mehr Fragen tatsächlich, kriege nur keine Antworten. Ne? Guten Tag. Hast du diese Soldaten in der Schenke gesehen? Okay, Soldaten in der Schenke. Ist hier eine Tür? Nee, ne? Die steinerne Wache soll schon bis nach Rosalith vorgedrungen sein. Ja, die haben wir aber erfolgreich da weggetilgt. Die haben da keine großen Chancen gehabt. Ah, da ist sie. Die gute Dallimilchschenke. Weißt du, die Hitze hat mich ziemlich durstig gemacht. Natürlich. Wollen wir uns ein Schlückchen gönnen? Na klar. Da sind ja irgendwelche Soldaten in der Schenke. Da gehen wir jetzt natürlich erstmal rein und saufen uns einen rein. Schön, erstmal einen reinorgeln wie so ein Achtarmiger. Sieh mal, dort. Das sind Tiere aus Ashra. So viel ist sicher. Ist schon ein langer Ritt aus Stonhir. Ihr wundes Sitzfleisch werden sie gerade in der Taverne ausruhen. Sehen wir uns um. Sei brav und geh spielen, Torgal. Hunde dürfen da nicht rein. Na, meine Herren, hungrig? Mein Kumpel hier, er verträgt die Hitze nicht so gut. Kannst du da was empfehlen? Nun, wenn's leicht sein soll, dann vielleicht unsere Chocobo-Suppe mit Linsen und Honig.
2 Schüsseln davon. Und Bier. Gerne. Hey, Bedienung! Komme! Kumpel? Wärst du etwa lieber mein Knapper? Euer Gnaden, ihr seid offensichtlich noch zu geschwächt zum Reisen. Wenn ihr mir nur erlauben würdet, euch zu einem kundigen Heiler zu bringen. Nein, wir müssen weiter. Prinz Dion ist zurück im Feldlager und bricht bald auf zur Front. Ich muss ihn unbedingt vorher sprechen. Das ist vielleicht meine einzige Chance. Das verstehst du doch. Ja, das tue ich. Aber nehmt wenigstens eure Medizin. Ich bringe euch Wasser. Aufpassen, worauf denn? Hier gibt's doch eh nur Sand. Hab gehört, sie hätten unseren Gast ohne Probleme nach Drachenfang gebracht. Wir bleiben sicher nicht lang. Warum man uns in diese Einöde geschickt hat, um diesen Gipskopf zu retten, weiß der Henker. Dominus zu sein, schützt wohl kaum vor Dummheit. Die reden von Kupka, nicht? So, trinken wir aus. Der Weg ist noch weit. Hey, du! Onkel? Verzeih. Könnt ihr gehen, Hoheit? Was ist los? Ich fürchte, unten braut sich Ärger zusammen. Ihr seid also Reisende, wie? Meine Begleiter und ich sind hier fremd. Vielleicht könnt ihr uns eine Weile begleiten, uns den Weg zeigen. Tut mir leid. Uns rufen dringende Geschäfte nach Canva. Ach, 1 oder 2 Stündchen habt ihr doch sicher für uns. Freunde. Echt jetzt? Er frisst sich doch schnell was rein. Das könnte nicht sein, original, wa? Ich fürchte, wir können keinen Moment entbehren. Freund! Überlass sie ruhig mir. Gern doch. Na sicher. Er hat einen vollen Magen, da soll man ja nicht kämpfen. Geiler Typ. Ja, Freunde, macht's gut.
Viel Glück. So! Bravo, mein Junge! Weiter so! Ich bin ja nur 4. Du? Ja, ich. Aber warum haben die Kupka gerettet? Und wo wussten sie, dass er in Gefahr ist? Noch viel wichtiger. Stimmt so. Okay, der. Apropos, der Eintopf bräuchte ein bisschen mehr Salz. Ja, okay, der ist cool. Die brauchen jetzt einen sympathischen Charakter, nachdem sie Sid getötet haben, ne? Jetzt oder nie. Euer Gnaden? Es geht. Kennt ihr uns nicht? Clive? Was hast du? Nichts. Vergiss es. Wir gehen. Steckst du? Schön. Die benötigte Auskunft gab es zum Getränk gratis dazu. Sie haben es ja selbst gesagt. Ihr Gast ist in Drachenfang. Gehen wir, bevor noch mehr von der Sorte hier auftauchen. Das Wasser ist ja mal voll schön. Das sieht voll geil aus. Da möchte ich jetzt reinspringen, aber bei der Hitze würde ich gar nicht mehr rauskommen. Sagt ihr das? Hergestellt aus robustem Steingut. Was gibt's hier eigentlich so? Nichts Besonderes anscheinend. Bricht nicht, zerspringt nicht, auch nicht. Ach, wieder Ärger. Die Straße ist gesperrt. Und das ist der einzige Weg nach Drachenfang. Anscheinend möchte Lord Kupka zurzeit keine Besucher empfangen.
Wir müssen durch dieses Tor. Ja, aber gewaltlos, hoffe ich. Ich finde, wir haben schon genug Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Dann mit List. Ja, vielleicht kann uns die Wüstenhirsin weiterhelfen. Vier Tote mehr oder weniger. Danimil, die Geheimnisvolle. Doch wie finden wir sie? Wir wissen nichts als ihren Namen. Sie war eine Verbündete von Sid. Bisher waren Sids Unterstützer Leute mit Einfluss. Angesehene und wohlhabende Mitglieder ihrer Gemeinschaft. So jemand dürfte Rujena Dalimil auch sein. Das würde die Suche zweifellos eingrenzen. Wir müssten uns nur erkundigen, wer in der Stadt das Sagen hat. Und genau das werden wir jetzt tun. Mama, ich will mit dem Kristall spielen. Wie oft muss ich es noch sagen? Das ist kein Spielzeug. Oh, muss das schön sein. Wenn es noch keine dreckige Industrie gibt und so. Einfach nur, dass das Wasser sauber ist. Sieht voll geil aus. Sieht nicht so aus, als würden wir bald noch Drachen. Du willst ein Träger sein? Ein Streichholz leistet bessere Dienste. Ach, wie dumm. Womit kann ich den Herrschaften dienen? Lass mich das machen. Mein guter Mann, wir repräsentieren eines der angesehensten Handelshäuser in Port Isolde. Wir erwägen, in diese Region zu expandieren und würden gern die Bekanntschaft der führenden Geschäftsleute hier machen. Wo finden wir denn jene? Also am bekanntesten sind unsere Bäder, die Märkte und die Schmieden. Die Besitzer der florierendsten Geschäfte haben hier sehr großen Einfluss. Danke. Das hilft uns sehr weiter. Ihr kennt nicht zufällig eine Dame namens Rujena Dalimil, oder? Nein, die kenne ich nicht. Gut. Trotzdem vielen Dank. Hübsch, ja, ist sehr hübsch tatsächlich. Gefällt mir sehr gut. Also, wenn es hier nicht so heiß wäre, dann könnte ich mich auch aufhalten. Aber ich sage, wenn ich hier wäre, wäre ich wahrscheinlich erstens schon von einem Skorpion getötet worden. Und wenn ich es bis hierher geschafft hätte, würde ich die ganze Zeit in dem Fluss drin sein. Da würden sie mich wahrscheinlich nachher irgendwelche Wachen rauszerren und wegknasten, weil ich das Wasser damit verschmutze. Ach, guck doch, Alter, wie schön das einfach ist. Richtig nice. Schwitze ich eigentlich? Kann ich gar nicht sehen, ne? Nee. Dieser Fluss hier fließt den ganzen weiten Weg bis ins Meer im Süden. Früher haben sie die Kristallsplitter auf Lastkähne geladen und sind damit zu den Dörfern flussabwärts gefahren. Bis dann irgendwann Bestien und Banditen die Schluchten heimgesucht haben. Als kleines Kind habe ich den Bootsleuten zugewinkt, wenn sie sich auf ihre lange Reise begeben haben. Und sie haben mir dafür Süßigkeiten zugeworfen. Das waren schöne Zeiten. Boah, das Wasser ist voll. Also das sieht echt geil aus, wa? Sorry. Ich gehe weiter. Sonst komme ich hier nicht mehr weg. Was willst du? Ich habe zu tun. Es dauert nicht lange. Ich suche nach jemandem. Eine Frau namens Rujena Dalimil. Kennst du sie? Nie gehört. War's das? Eine Frage noch. Angenommen, ich suche den reichsten Händler hier. Wohin sollte ich mich da wenden? Ganz klar. Dornkus. Die beste Schmiede diesseits der Meerenge. Der Inhaber ist ein Jungspund. Aber er hat den Dreh raus. Der Dornkus also. Danke. Dieser Jungspund ist doch unmöglich der Richtige. Sids Kontaktperson soll schließlich einflussreich sein. Einfluss kommt mit Alter und Erfahrung. Glaub mir das. Aus, als würden wir bald nach Drachenfang. Okay. Ach, die Schnüre ist auch hier draußen. Ich dachte, die wäre drinnen. Gern. Nun, wir haben ja auch einen Händler, ne? Dazu. Was auch immer dieser Notfall.
Hier ist irgendwo ein Händler. Wo ist der Händler? Da? Wonach steht dir der Sinn? Kugelblitz? Verringert die Wartezeit bis zum neunten Einsatz von Kugelblitz. Okay, ne, brauche ich nicht. Den will ich haben. Eine ausgezeichnete Wahl. Wüstenrose? Ich nehme mal 6 Stück mit. Bitte sehr. Kann ja nicht schaden. Das ist danke alles für deinen okay. Besuch. Thank you. Also such mal einen Schmied, ja? Mama, ich will mit dem Kristall spielen. Ein jungen Schmied. Kann ich helfen? Ja, ich suche nach einer Dame mit dem Namen Ružena Dalimil. Eine langjährige Stütze der Gemeinschaft, glaube ich. Und Händlerin der alten Schule. Dann frag mal Ferda. Er lebt hier schon ewig. Kennt den Ort und seine Bewohner wie kein anderer. Vor allem die ganzen alten Händlerfamilien. Die Bäder, da solltest du ihn eigentlich finden. Herzlichsten Dank. Also dieses Hin- und Hergeschicke, ne? Na, das hört sich doch vielversprechend an. Das ist nervig. Mal sehen. Finden wir heraus, was genau dieser Ferda weiß. Weihrauch, Wespenwachskerzen. Entschuldige, bist du Ferda? Bin ich. Kann ich euch beiden helfen? Das hoffe ich. Angeblich lebst du hier schon ziemlich lange. Kennst du Ružena Dalimil? Sie dürfte als Händlerin hier recht bekannt sein. Darf ich fragen, was ihr genau von der Wüstenhäsin wollt? Sie war eine Freundin von mir. Wir bräuchten dringend ihre Hilfe. Ich bin Sid. Also gut. Geht zum Bordell. Ich übernehme alles Weitere. Ob wir ihm vertrauen können? Nein. Wohl nur so weit, wie er... Ihr habt uns also hinterhergeschnüffelt. Wovon redest du? Stell dich nicht dumm. Wer seine Nase in unsere Geschäfte steckt, verliert sie ratzfatz. Wer seid ihr? Ja! Also spätestens nach dem Move müssten die eigentlich alle aufgeben. Titan! Ja! Bleib liegen! Ja! Feuer und Flamme! Fels und Stein! Warte. Genug! Muss ich jetzt eigentlich immer erst alle verprügeln, bevor es meine Freunde werden? Für wen arbeitet ihr? Für ihn oder sie? Ihn. Den Meister. Er wollte, dass wir euch prüfen. Ziemlich armselig für eine Prüfung. Lord Ferda? Sieh an, wen haben wir denn da? Solch ein Geschick mit der Klinge ist wirklich selten. Passend für einen Geächteten. Du weißt, wer ich bin. Und was jetzt? Holst du die Wache und sicherst dir die Belohnung? Diese Entscheidung liegt nicht bei mir. Wir sind hier fertig. Bring ihn zu seiner lieben Ružena. Sie wird sicher sehr an ihm interessiert sein. Ja, mein Lord.